Ich stecke tatsächlich immer noch mitten in der Vorproduktion, weil ich schließlich in 3, 4 Tagen in Urlaub fahre. Und da muss ich ein bisschen vorbereitet sein. Deswegen herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario & Rabbids Donkey Kong DLC. Oh mein Gott, das ist ein sehr schweres Wort. Das scheint, als könnte ich den nicht bewegen. Okay, wir starten direkt mit einem Rätsel rein. IDKY, also I don't know why. Aber okay, nice. Warum auch nicht? Hier schlittert er direkt durch. Lass uns den mal erstmal hier ganz, ganz entspannt da rein. Und uns die erste Chest holen. Wir bekommen ein Artwork und zwar Trockenobstplantage. Und eine von 4 Fackeln geht an. Das heißt, wir haben mal wieder so eine Aufgabe, die länger braucht. Oh, oh, wie komme ich da hin? Wie komme ich da? Achso, einfach nur ein unnötiger Umweg. Okay. Nice. Fühle ich gar nicht. Oh, dann lass uns doch mal da lang fahren. Hier sind wir noch nicht lang gefahren. Wer ist schneller? Wer ist schneller? wenn ich das richtig gesehen habe, können wir tatsächlich runter und durchfahren. Komm. Ne, überholen ist hier nicht. Und uns einen weiteren Block holen. Nicht nur einen. Mehrere, aber die werden nach und nach blockiert gerade. Ja gut, aber wir bekommen eine Chest. Und es aktiviert sich die zweite Fackel. Mache ich alle Puzzleteile? Die Frage ist, warum sollte ich es nicht tun? Hätte Bock drauf. Aber ich müsste auf jeden Fall Backtracking machen. Und ich habe keine Ahnung, wo die sind. Und dafür, das werde ich maximal an das End-Credit-Video dranhängen, ja? Also heißt so viel wie, ich werde auf gar keinen Fall da ein ganzes Video drüber machen, wie ich die alle suche. Ich werde das hinten dran an das Dings-Video hängen. Auf das ganze Extras-Video und so. Gut. Nur damit ihr da dann auch Bescheid wisst. Wir aktivieren hier mal das Rote. Oh, 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 und das Blaue anscheinend. Wir haben keinen Block mehr. Wir müssen das, glaube ich, auf Gelb schieben. Tun wir das doch. Frage am besten, wie? So. Genau, und dann nach unten. Ich weiß nicht. Also ich bin ja selber, ich schaue ja selber YouTube. Und ich finde solche Rätselpassagen immer langweilig zum Anschauen und skippt die dann immer. Das Problem ist, ihr könnt skippen, wenn ihr das nicht sehen wollt. Aber es gibt halt auch Leute, die schauen sich das zum Beispiel als Hilfe an. Die zum Beispiel keine Ahnung haben, wie dieses Rätsel funktioniert. Und die machen dann 1 zu 1 das, was ich mache. Und für die ist es dann einfach eine Hilfe, deswegen kann ich es nicht rausschneiden. Es tut mir leid. Ich würde aber gerne. So, nächste Chest. Und zwar das Wabahanana-Gemälde. Genau, das habe ich auch da hängen in meiner Galerie. Wusstet ihr, habt ihr nicht? Wusstet ihr nicht? Und wieder zurück, weil ich bräuchte diesen Block wieder. Was gibt es denn hier hinten noch? Das sieht sehr sus aus. Ne, da waren wir doch gerade. Ich bin blöd. Dazu fokussiert darauf, euch zu erklären, warum ich so Rätselpassagen immer drin war. Bist du ein Block? Ja, okay. Wo führt mich das eigentlich hin? Das testen wir aus, sobald ich hier fertig bin. Tak. Tak, zarab. Tak. 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 Einmal rot. Und einmal blau. Zack, zerab. Perfekt. Euch gibt's hier nicht, ist mir egal. Ist das schon die letzte? Nee, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Die dritte? Fall ins Verlies. Nein, ist die letzte? Wheel. Was? Wheeled? Habe ich gerade wheeled gesagt anstatt wild? Oder anstatt wild? Habe ich gerade wild gesagt? Tut mir leid.
Ihr seid einfach meine wilden Freunde. So. Ah, wo ist denn das Ganze mit dem Feuer und so? Da vorne, das heißt, wir müssen hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Okay, perfekt. Einfach alles geradeaus und eine Rechtskurve. Eine Rechtskurve und dann alles geradeaus. Komm, 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 Vollgas, Vollgas, Vollgas. Nee, der ist genauso schnell wie wir tatsächlich. Na, wir brauchen hier beide Blöcke. Okay, okay. Wobei, ist nicht so schlimm, wir können den anderen ja noch kurz holen. Kürzen, wichtig. Einfach hier durchklicken. Und hier zweimal. Und dann haben wir es. Na! Damn. Was kriegen wir dafür? Vielleicht eine Waffe? Ich weiß es nicht. Es ist Silber, es könnte ein Soundtrack sein. Oder ein Bild. Krasses aber. Runen? Wie viele? Zwei Stück, bin ich zufrieden mit. Why denn auch not? So. Wo geht es weiter? Damit ich weiß, wo wir nicht lang gehen. Da oben geht's weiter und hier war doch irgendwo noch... Genau. Das hier, wohin schießt uns das? Ganz weit weg. Ach so. Oh, wir werden nie wieder aus den Ruinen entkommen. Huch, ich hab's nach 7 Minuten mit Plus-Rätsel geschafft. Ja. Dafür jetzt ein Like. Hab ich verdient. Ach du meine Güte. Das ist ein voll der Kontinuitätsfehler. Egal. Wir stampen mal los. Atmosphäre hier unten. Bombastisch. Deliziös gut. Und auch direkt unseren ersten Kampf. Irgendwas, von dem ich wissen sollte, dass es da ist. Jetzt oben links in der Ecke, das Goldene, wird jetzt erklärt. Wenn ich mich richtig erinnere. Ist das so ein Sprunggerät, was auf dich zuspringen kann oder so und dich tötet? Sowas wie Kettenhunde. I think. Aber ich weiß es nicht. Allmächtiger. Hütet euch vor dem unverwundbaren Rückstoßidol. In seinen Augen sind wir unwürdige Eindringlinge. Er besitzt eine starke Verbindung zu seinen Jüngern. Sie sind die Quelle seiner Macht. Okay, also das gibt uns einen Rückstoßeffekt. Let's go. Alle Jeschner besiegen. Easy. Ist das Eis? Ey, komm, ihr könnt mir nicht sagen, dass das nicht skandalös gut aussieht. Jetzt mal no joke. Das sieht so gut aus. Ey, das Spiel ist so fantastisch. Unfair. Aber akzeptabel. Boah, hier einen strong Sprung rein. Wir machen ja mittlerweile auch mehr Schaden damit. Kann ich dieses Rückstoßding besiegen? Nein, ist kein Gegner. Okay. Okay. Krass, wie das meinem Ding folgt. Hui! 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 Tschu! 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 Ja, lasst mich, ich darf das. Lass uns mit DK auf die Seite gehen. Einen Strong Jump hier hin. Ich weiß, bisschen offen. Aber so viele Gegner sehe ich eigentlich gar nicht. Da haben wir eine 50 Chance. Come on. Nice. Ah, guck mal, der wäre down. Okay, den treffen wir safe nicht. Aber der wäre down. Doch, die immer getroffen werden. Ist ja auch egal.
Ey, ich sehe, der fragt da gar nichts. Das lohnt nicht, das lohnt nicht. Maybe das hier lohnt, maybe das hier lohnt. Strong, let's go. Der geht auf. Ja. Oder ist sogar gar nicht mal so bad, wo wir hingeworfen wurden. Klar, das ist offen, aber jeder, der sich bewegt. Hatte ich erwähnt, dass Eiseffekte deine Ultis unbrauchbar machen? Cool! Bisher? Unfassbar. Okay, Cranky ist tot. Wie geil. Ah ja. Aber Cranky kann wenigstens laufen. Cranky haut jetzt den Ding. Darf Cranky laufen? Nee, darf er nicht. Heißt, Cranky läuft auch nicht. So, da gibt's erstmal hier Feu. Muss Peach nehmen. Es geht nicht anders. Peach hat jeden Effekt, den es gibt. Ja, lieber auf DK. Wie oft kann sie denn dashen? 1, 2, 3 times, perfekt. 3. Plus einen. Angenehmen Jump. Hierhin? Ich weiß, wie ich stehe. Ich muss mich eigentlich dahin stellen. Ich muss mich dahin stellen. Ich muss heilen. Ich muss heilen. Aber das ist tatsächlich sehr strong gerade. DK ist nicht im Radius. Das ist kompletter Betrug. Oh, hier geht einer sogar down. Dann wird da reingeböllert. Wichtig, wichtig. Dashen kann der Kollege hier natürlich auch noch. Über DK. Wäre natürlich tatsächlich sehr stark, hier hin zu springen. Aber ich weiß es tatsächlich nicht. Kann auch sein, dass es gerade voll dumm ist und ich mich schon wieder viel zu offen hinstelle. Wenn DK jemanden treffen würde. Das ist schon fast unfair, was hier gerade passiert, tatsächlich. Boah. Boah. Ist das der letzte Ziege? Ah, ne, da hinten steht noch was. Ja, aber lass ihn mal einschlafen. Das bringt nichts. Er überlebt das zwar, aber er kriegt strong viel Schaden. Ja, der geht auf Peach, ist ja klar. Er kann nichts, weil er schläft. Das ist mir egal. Ja, oder auch nicht. Wobei doch, wenn Cranky... Ja doch, Cranky macht das. Cranky kann sich aber nicht bewegen. Und ich komme da tatsächlich nicht hin.
Wenn's gut läuft, be like. Natürlich zünd ich das. Okay. Er kriegt Feuerschaden. Steht frei. Frankie, wohin schießt du? Aber du hast getroffen. Kurier. Gut. Das wäre soweit. Okay, auch wenn das jetzt ein komplett unnötiger Zug ist, den ich jetzt hiermit noch verschwende. Das ist der größte Betrug, den ich je gesehen habe. Okay. Aber jetzt haben wir es. DK. Let's go. Zack. Zack. Schön noch das Abseits mitnehmen. Du hast es verdient. Du! Genau du, du hast es verdient. Und wenn du noch nicht abonniert hast, dann du auch. So, das muss dir jetzt mal gesagt sein. So, wir haben's. Schlacht ist hiermit gewonnen. Wunderbärchen. Das sage ich in letzter Zeit häufiger. Das hätte man in zwei Zügen schaffen können. Also in drei hätte ich tatsächlich verstanden. Drei hätte ich gesagt, ja, okay, hätte ich mich jetzt nicht so blöd positioniert, wären drei okay gewesen. Aber zwei? Wie? Okay, aber wir haben eine Runde bekommen, finde ich nice. Lass uns gleich nochmal in den Shop reinschauen. Maybe können wir gerade noch was im Skilltree besorgen. Mal schauen. Vielleicht für Cranky mehr Leben. Han, han, han. Er hat wirklich wenig Leben. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal weiterlaufen. Und dann mehr Leben. Peach kann schon relativ gut weiterlaufen. Boah, eine krassere Heilung. Und DK kann, was kann DK jetzt? Der Magnet hat sich gerade als wichtig erwiesen, aber DK kann es einfach unfassbar weit laufen. Und ja, ich würde sagen, den Rest sparen wir erstmal. Können wir eigentlich DK gerade seinen neuen Haudinger kaufen? Ja, können wir. Mit natürlich Sprungschaden. Oh, gegen Beschwörer. Wichtig, wichtig. Okay. Dann würde ich sagen, geht's weiter. Ich weiß, ich habe immer noch nicht Donkey Kong getan. Ich hab's gemerkt. Mann, was ist denn das auch? Oh, oh, hier ist Altar. Was ist denn hier los? Das sind Hasen. Eine Nachstellung der Szene, in der Wagatahana Manu seinen arbeitslosen Schwager opfert, der bei ihm wohnt. Er behauptet, die Bananengötter hätten es von ihm verlangt. Boah, ich sag dazu einfach mal geil. Ich bin da. Ich bin da befolgt. I guess. Das ist richtig. Das ist dumm. Aber wobei. Ja, okay. Ich dachte schon, was mache ich da, aber alles gut. Ich bin Profi. Können wir den Button pressen? Damit fährt das hier runter. Und oh.
strong auf jeden Fall, was hier schon wieder ab. Boah, schade. Das wäre so nice gewesen. Aber ja, klar. Okay. Nee, 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 warte mal. Oh, das war stupid. Das war richtig stupid. Schade. Oder? Ah, wobei. Der Profi ist wieder am Start. Zack, zack, zack. Wir bekommen einen Soundtrack und zwar Verlies Fehde. Haben wir? Wo geht's weiter? Ich glaube, wir kamen von. Wir sind zwei Richtungen ver. Da ist der nächste Kampf, dann wird es hier Secrets geben oder Zusatzzeug. Puzzleteil. Ah ja. Hörst du mich hin? Oh Gott, wo sind wir hier? Ist das ein neuer Rätselbereich? Rätsel gewinnen in diesem Spiel dann über. Kann ich da. Schade, ich dachte, würde ich jetzt so rein und so rausflippen. Was war ich denn als erstes? Rot? Mal gelb. Da können wir schon mal hier rüber. Dann mag ich. Dann mache ich grün. Dann mache ich den hier. Rot. Ich kann ja immer noch hier durch. Und der hier auf blau. Kann ich hier oben durch. Genau. Wenn ich den machen soll, weiß ich noch nicht so ganz. Durchgucken. Grün und weiß brauche ich, um da hinten weiterzukommen. War komplett unnötig, dieser Zug gerade. Dann tun wir das einmal so. So. Und so. Wo komme ich durch? Hier. Achso, kann es sein, dass grün nicht aktiviert sein darf? Nee. Wo ist denn grün? Ach, grün muss ich da drüben aktivieren. Ich dachte gerade die ganze Zeit. Nee, das ist ja rot da. Jetzt können wir hinten durch. Oh, ist sogar ein Puzzleteil wert. Nice. Auch mit dem K-Sound. I love it. Einmal hier hin. Und das andere auf gelb. I see what you did there. Ja. Ja. Ich glaube, ich weiß es. Eins nach dem anderen. Sagte er und vergaß den Block hier wegzutun. Okay. Dann hier hoch. Auf grün. Dann hier durch. Den hier rüber. Den hier rüber. Da können wir oben durch gelb. Und dann können wir auf blau schieben. Und dann sind die drei unten. Und das bringt uns Regen. Nee, wir können hier hinten rum und kriegen die Chest. Und darin befindet sich eine Malerei. Und zwar die alte Schmugglerhöhle. Schön, schön. Und wie komme ich jetzt zurück? Gar nicht. Ja. Okay, wieder ein kleines Riss. Ich glaube, ich könnte mir hier sogar echt die 100% vorstellen. Bis jetzt läuft das hier nicht bad, nicht bad. Zwei Puzzleteile gerade bekommen. Ja, so muss das, so muss das. Und rechts geht es weiter in den nächsten Kampf. Oh, ich weiß was. Oh, ich sehe es schon. Das machen wir noch in der Folge.
Reite Gegner müssen wir bekämpfen. Diese Dinger schießen Feuer, sehe ich das richtig? Ah, okay. Mhm. Okay. So, erstmal. Hier werde ich nicht gehittet. Das ist schon mal nice. Das ist ein guter Start, würde ich sagen. Wir snappen weit, weit nach vorne und machen zweimal Stoßschaden oder einmal, keine Ahnung, wie es geregelt wird. Doppelt. Mit Abseits. Schmerzhaft? Finde ich gut. Wir könnten... Ich glaube, das ist sogar gar keine schlechte Idee. Den hier wegdashen. Und uns erstmal ganz entspannt positionieren. Wir haben alle Zeit der Welt. So. Cranky macht auch einfach mal das. Ah, Cranky kann nicht so weit laufen. Ach, Cranky. Halt nur los mit dir. Ich glaube, bei... Oh, bei Cranky müssen wir auf jeden Fall die... mein Gott. Bei Cranky sollten wir auf jeden Fall die Laufweite erhöhen. Dass der mal ein bisschen weiter laufen kann. Aber jetzt kriegt der erstmal hier schön. Boah, perfekt. Hier können wir keinen anderen treffen mit. Nein? Ja, dann ist ja... Boah, das wäre so strong. Mit dem hier in Verbindung. Ey, wir treffen einfach alle. Zack, 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 zack. Klar, wir machen immer weniger Schaden, aber... Strong, strong. Treffen wir beide? Nein, nur einen. Oh, Feuer. Beide Feuer. Aber, oh, die kommen trotzdem. Okay. Ich dachte, nach Effekten kommen die nicht. Unangenehm. Aber der ist raus. Dann macht er keinen Stress mehr. Der untere, klar, aber... Vielleicht bewegt sich da einer. Beziehungsweise er. Bubble brauche ich nicht. So, mal gucken, wie das mit dem Feuer aussieht. Oh. Cranky auch schießt das über die ganze Map. Okay. Ich dachte, es gibt da so ein Stoppsignal oder so. Gibt es scheinbar nicht. Wir müssen wirklich darauf achten. Jetzt sind es die drei. Okay, 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 okay. Er kriegt auf jeden Fall Schaden. Und er ist sogar down. Das ist mir egal. Gegen Beschwörer. Da haben wir doch gerade was bei GK gekauft, habe ich gesehen. Lass mal gucken. Der hier gibt Feuer, der hier gibt Feuer und der hier. Okay. Heißt, wenn ich dort alles richtig einschätze... Nee, andersrum. Ah, nee, wir können ja hier direkt jumpen. Ah, vielleicht dumm. Aber der Beschwörer kriegt Stoßschaden. Und das zählt nicht als Angriff. Beide werden raus. DK. Mit Luck würde er die beide rausmachen. Ja, hätte wohl nicht sein sollen. Da kriegt DK jetzt nochmal Damage. Zack. Und Rabbit Peach auch, weil ich zu blöd bin, die erst wegzubewegen. Aber Rabbit Peach holt jetzt eine Dash raus. Wir sind gar keine Gegner mehr. Okay. Macht einen Jump. I think dahin. Ich glaube, Cranky kriegt gleich wieder Feuer ab. Okay, du kannst sie rausreißen. Genau, das weiß ich. Was ist das? Erstmal gucken, was das ist. Ein Hopser.
Kein Stress, sag ich da. Der wird aus dem Leben geworfen. Das spart uns sozusagen einen Zug. 100 Schaden. Der ist einfach schon fast tot. Er ist tot. Sorry. Okay. Ich weiß, wir sind schon am Ende der Folge, aber den Kampf machen wir jetzt noch. Ja, Cranky ist ein bisschen dumm, gell? Cranky steht nicht optimal. Auf Cranky müssen wir noch lernen zu achten. Nur weil ich ihm jetzt Leben gekauft habe, heißt es nicht, dass er ultimativ untötbar ist. Okay, die drei sind active. Huhu! Okay. Es war klar, dass sie auf den gehen. Er hat am wenigsten Leben. Auf jeden Fall einmal Mario Kart. Und zwar eine Double Dash. Oh ne, wir können sogar dreimal. Ne, können wir nicht. Ah, doch, können wir. Aber wenn wir hier durchsteppen. Können wir ihn noch mitdashen. Kommt hier raus. Angenehm. Uns da hinstellen. Warum nicht noch ein Stück offener? Gar kein Problem. Ich überlege gerade, wen ich attacken soll. Kann ich nicht auswählen. Ich weiß nicht, ob Cranky hier... Cranky darf nicht getroffen werden. Cranky, Cranky, du stellst dich einfach... Ist das nur einer, der attackt? Nee, es sind die zwei. Cranky, du stellst dich dahin. Cranky muss geschützt werden. Dash kannst du... Ja, hätte er vielleicht noch bei den Typen da rausholen können. Oh, das macht Damage. Das auch. Hat Cranky... Ja, ja, Cranky, ich weiß. Triple Ultra Damage Shot mit Feuerexplosion. Wieso greift der Typ nicht an? Warum? Er hat doch... Also er ist auf jeden Fall zu 100% down. Schießt das nicht da lang? Aber hier ist okay. Weil den schmeiße ich hier raus. Ich weiß, da spawnen wieder welche. Dafür habe ich die dümmste Platzierung. Aber gleich kann ich dann gut aufräumen. So. Kann Cranky noch was? Er könnte halt wirklich... Egal, dafür kriegt er jetzt diese Runde mal keinen Schaden. Der da hinten hat keiner, es hat nur ein einziger geleuchtet. Nach Feuer. Unfair. Oder einfach ein Anzeigefehler am Spiel. Aber trotzdem unfair, wenn nur einer leuchtet und drei schießen. Ja, jetzt mal überlegen. Ja, jetzt schießt er so 10 Minuten später. Oh, ich kann doch schießen. Ja, also. DK grabt den hier. DK stellt sich jetzt dahin. Nein. DK stellt sich dahin. Vielleicht wird er dann so auch noch aus dem Leben geworfen. Nee, wird er nicht. Der hier schießt kein Feuer. Der hier schießt kein Feuer. Der hier schießt kein Feuer. Der hier schießt Feuer. Und sonst keiner. Nur um das nochmal ganz kurz festzuhalten. Und er wird von meiner Heldensicht getroffen. Ja, oder er stirbt einfach. Der Typ kann nicht angreifen. Das nutze ich aus.
Jetzt aber überlegen, weil Cranky hat ja den Dingsschuss. Peach ist geschützt vor Cranky. Ja. Ah, ist sogar down, okay. Ja, kein Thema. Wir sind fertig, oder? Haha. Wenn euch die Folge an der Stelle gefallen hat, zeigt es gerne mit einer positiven Bewertung. Und wir sehen uns. Ich weiß nicht, ob ich schon aus dem Urlaub wieder zurück bin. Sonst in 2 Tagen zu einer neuen Folge. Bis dann und ciao, ciao, Leute.